vorbei, Leute. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP. Hi, Leute. Und ja, wir sind hier gerade in der Janus-Tiki-Station, denn letzte Folge haben wir der guten Shanipsheep, ich hasse diesen Namen, einen Erinnerungstrank, einen Gedächtnistrank verabreicht. Ich als Praktikant darf Medikamente verabreichen in einem Krankenhaus. Was absolut Sinn macht, wer das hinterfragt, ist selber seltsam. Und genau, das war sehr interessant, weil die Gute hat sich so ein bisschen, zumindest eine Sekunde lang, ein bisschen zurückerinnert. Und dann kam plötzlich dieser weiße Schwan, der, ja, wo Talbot dachte, das wäre der Geist seiner Mutter. Aber in Wirklichkeit handelte es sich dabei wohl um einen Patronus. Und ja, die Frage ist jetzt, was hat es mit diesem Patronus auf sich? Wem gehört der vor allem? Weil eigentlich muss der ja jemanden hier im Raum gehören, oder? Oder ist das vielleicht ihrer sogar, der sie irgendwie vor, ja, vor den dunklen Mächten schützt, die sie vielleicht heimsuchen wollen, um sie umzubringen, weil sie was weiß, was nicht raus darf? Oder vielleicht eine andere Theorie? Falls ihr da eine habt, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Jetzt aber erstmal die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Dafür mal ein kurzer Blick auf unsere Aufgabenliste. Natürlich wieder einige neue Lektionen, die Hauptstory, ganz klar. Aber wir werden heute erstmal weitermachen mit der Quidditch-Aufgabe, nämlich Kapitel 7, großartige Köpfe. Und dann ab der nächsten Woche, also auch in der nächsten Folge, das Finale der Chupacabra-Aufgabe. Genau, let's go! Hoffe jetzt einfach nur, dass das nicht schon wieder so ein normales Training ist. Zumindest kann man hier mit den Leuten reden. Ersatzjäger. Mit diesem Training sind wir unserem nächsten Spiel einen Schritt näher. Gut kombiniert, Sherlock. Hallo? Ich fühle mich wie ein echter, starker Treiber. Ja, dann treib du mal. So, ist es ein gutes Zeichen, wenn ich immer noch Muskelkater vom letzten Training habe? Ja? Keine Ahnung, ich bin voll unsport. Wow, Sky steht da, als hätte sie voll Tatendrang auf irgend... Oh Gott, hoffentlich haut die mich nicht. Hallo Sky, hau mich nicht. So langsam sieht das Team wirklich bereit für unser nächstes Match aus, Daniel. Und das haben wir Rev zu verdanken. Ihre Hilfe beim körperlichen Aspekt des Spiels zahlt sich aus. Aber nachdem wir unsere Köpfe trainiert haben, sollten wir Orion Jesus Zwiebels Rat folgen und Köpfe und Herzen trainieren. Genau, dies sind die anderen Aspekte unseres Wesens, die wir brauchen, um Ausgeglichenheit zu erreichen und das Team unschlagbar zu machen. Genau, haha, ich hab einen Haar im Mund. Aber lasst uns nichts überstürzen. Wie wäre es mit einer von Refs einfacheren Übungen, um uns für das Training aufzuwärmen? Danach können wir uns dem nächsten Schritt in unserem Training widmen. Aha. Gute Idee, Daniel. Ja, dafür bin ich bekannt. Und für Heldentaten. Solange wir keine Besenstiel-Klimmzüge machen, ist das Team in Ordnung, würde ich sagen. Keine Sorge, davon haben wir fürs Erste genug. Aha. Dann lasst uns anfangen. Hört zu, Leute. Vor dem heutigen Training werden wir unsere Muskeln mit einer leichteren Übung aus dem Treiber-Strategiebuch aufwärmen. Wir werden Klatscher hin und her schlagen. Aha. Ihr habt ihn gehört. Schnappt euch einen Schläger und schlagt drauf los. Aber nicht gegenseitig auf euch draufhauen, bitte. Dankeschön. Und dankeschön, dass ihr da eine 3-Stunden-Aufgabe nur draus gemacht habt. Meine Güte. Gut, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und warum übt Daniel Granger nicht? Ist der etwa zu geil zum Trainieren? Ist der etwa zu Mary Sue-haftig, um zu trainieren? Weiß der das etwa alles schon? Kann der das etwa alles schon? Ja, sehr wahrscheinlich, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist... Genau, Daniel Granger. Und der kann halt einfach alles. So, dafür kriegen wir noch mal ein paar Münzen und einsammeln. Es ist zwar nicht besonders schwierig, Klatscher hin und her zu schlagen, aber bei unserem Team hat es kinderleicht ausgesehen. Das bedeutet bestimmt, dass unsere Muskeln perfekt austrainiert sind. Dann ist es wohl an der Zeit, unsere Köpfe zu trainieren. Genau. Ich hoffe nur, dass unser Team seine Köpfe genauso eifrig trainiert wie die Muskeln. Nach all dem körperlichen Training wird es ein interessanter Tempowechsel sein, unsere Köpfe zu trainieren. Aber was findest du wichtiger beim Quidditch, Daniel? Kopf oder Muskeln?
Ich sag Geist, weil man da so strategisch besser ist und ich meine, die übernehmen doch eh nur das Fliegen und der Besen, also der Besen übernimmt das Fliegen und die rennen das ja, also wisst ihr, wie ich meine? Ne? Ich finde den Kopf wichtiger als die Muskeln, wenn es um Quidditch geht. Alle Teams trainieren ihre Muskeln, aber nicht jedes Team trainiert seine Köpfe. Damit werden wir uns einen Vorteil verschaffen. Dann ist es nur gut, dass wir uns als nächstes auf unsere Köpfe konzentrieren. Wir brauchen diesen Vorteil. Ja, das stimmt. Aber wir werden Hilfe brauchen, um uns neue Techniken zur Schärfung unseres Verstands auszudenken. Dabei kann uns Rev vermutlich nicht weiterhelfen. Oh, indirekter passiv-aggressiver Diss. Sie versteht sich zwar darauf, unsere Muskeln zu trainieren, aber unsere Köpfe sind ein ganz anderes Element. Aha. Wie wäre es mit Murphy? In seinem Kopf dreht sich ständig alles nur um Quidditch. Natürlich! Er weiß bestimmt, wie wir unseren Verstand schärfen können. Ich werde losgehen und mit ihm reden. Sieh zu, dass dein Kopf unser Quidditch-Training nicht vergisst, das gleich anfängt. Natürlich, auf keinen Fall. Zuerst trainieren, dann mit Murphy reden. Lasst uns anfangen. Okay, ja Leute, aber das Training werde ich genau im Off machen, weil das ist wahrscheinlich genau wieder ein normales Spiel. Müssen wir uns nicht in dieser Folge antun, aber da werden wir dann sowieso in der nächsten Folge mit der eigentlichen Aufgabe weitermachen. Jetzt geht es weiter und zwar ganz genau mit der allerersten Aufgabe der Hauptstory. Und, also von Kapitel 25 und ich bin sehr gespannt, was Talbot darauf jetzt erwidern wird, dass wir halt eben wissen, dass es kein Geist war, sondern ein Patronus. Let's go. Hallo Talbot, du, ich hab dir was zu erzählen, das ist voll spannend und, hallo, boah, was ist denn hier los, ey? Hallo? Im Alchemieraum ist Rennen wegen Verletzungsgefahr verboten. Okay, damit ist dieser Ort schon sicherer als Hogwarts. Sieht aus, als bräuchten wir mehr von dem blutbildenden Trank. Lass uns schnell etwas davon brauen. Aber bitte nicht ich hab andere Dinge zu tun, hallo? Haben wir noch Skelewachs? Madame Stroud hat mich losgeschickt, um danach zu suchen. Keine Ahnung, ich bin Praktikant. Hi, Talbot. Talbot, ich habe den geisterhaften weißen Schwan gesehen. Ich war in der Janus-Tiki-Station und habe ihn aus dem Augenwinkel gesehen. Wirklich? Dann habe ich es mir also nicht nur eingebildet. Ich wusste, dass du es dir nicht nur eingebildet hast. Wusste ich? Ja, klar. Mir ist noch etwas aufgefallen, als ich den Schwan gesehen habe. Es ist überhaupt kein Geist. Wenn es kein Geist ist, was dann? Es ist ein Patronus. Ein echter, gestaltlicher Patronus. So wie ich einen machen kann, nur als Tiger. Sind Patroni nicht als Schutz vor Dementoren und Letifolde Wow, Hogwarts Mystery, das nenne ich mal Kanonwissen. Gedacht, warum sollte jemand in St. Mungo einen Patronus herbeizaubern? Und warum ist es ausgerechnet dasselbe Tier wie die Animagusform meiner Mutter? Das ist bestimmt kein Zufall, Daniel. Nicht so kurz vor dem Todestag meiner Mutter. Lass uns darüber reden, Talbot. Dann finden wir vielleicht Antworten auf diese Frage. Ja, bitte haltet euch kurz. Oh, danke schön. Also, Talbot, was könnte denn die Lösung des Problems sein? Du sag mal, also... Nee, ich habe keine Idee. Ende. Ja, Leute, damit haben wir schon mal, denke ich, viele coole Theorien hier für diesen weißen Schwan gefunden. Nein, um mal ernst zu bleiben. Ich könnte mir... Ja, hat es was mit seiner Mutter zu tun? Die ist ja verstorben. Sie kann nicht der Auslöser von Patronus sein. Es sei denn, wir gehen jetzt davon aus, dass es doch nicht so ist und sie doch noch lebt. Aber wenn sie noch lebt, warum hat sie sich dann von Talbot verabschiedet? Oder beziehungsweise warum hat sie sich Talbot nie mehr gezeigt? Oder es ist halt, hat nichts mit seiner Mom zu tun. Aber warum dann so kurz vor ihrem Todestag so eine, ja, so ein Vorkommnis? Es ist irgendwie komisch. Also ich bin da selber gerade echt verwirrt. Einsammeln. Wenn es in St. Mungo keine Dementoren oder Letifolde gibt, dann beschützt der Patronus bestimmt etwas anderes. Oder jemand anderes. Nun, scheinbar liegt es an uns, herauszufinden, wen oder was der Patronus beschützt. An uns? Wirst du mir etwa helfen? Warum? Wir sind Freunde, du hast mir mit Hagrid geholfen. Nein, es ist Talbot, Leute. Ich werde dir helfen, weil wir Freunde sind und Freunde einander helfen. Danke, ich bin es nicht gewöhnt, mich auf andere Leute verlassen zu können. Das ist schön. Ich weiß es zu schätzen.
Also, zuerst sollten wir herausfinden, was genau der Patronus zu beschützen versucht. Das ist eine gute Idee. Wenn wir wissen, was er beschützt, können wir vielleicht herausfinden, wer ihn gezaubert hat. Genau. Der erste Schritt, um dieses Geheimnis zu lösen, besteht darin, dorthin zurückzukehren, wo wir den schwanförmigen Patronus gesehen haben. Dann also auf zur Janus-Tiki-Station! Lass uns losgehen, Talbot. Uiuiuiui, Leute, das ist ein cooler Einstieg in dieses neue Kapitel. Es geht weiter mit Krankenstation durchsuchen. Die Janus-Tiki-Station ist wegen Reinigungsarbeiten geschlossen. Kommen Sie später wieder. Ja, immerhin wird die mal gereinigt. Ja, Leute, alles klar. Dann wissen wir schon mal Bescheid. War jetzt eine etwas kürzere... Ist halt eine echt kurze Folge, ne? Soll ich die... Wartet mal, ich guck mal eben gerade, ob wir vielleicht noch eine Nebenaufgabe anfangen. Ich meine, wir könnten theoretisch schon mit einer Nebenaufgabe anfangen. Weil ich habe ja hier diese Aufgabe bald beendet. Und dann könnte man vielleicht schon mit der ersten Aufgabe entweder von dem Sumpfkrackler anfangen oder vom Hoddak. Genau. Sollen wir mit dem Hoddak anfangen, Leute? Genau, das ist schon mal der Einstieg in dieses Nebenevent. Genau, let's go. Zumal mir auch gerade überhaupt nicht einfällt, was ein Hoddak eigentlich sein soll. Hallo, Liz. Ich habe gehört, dass Hagrid ein neues magisches Geschöpf hat. Er will mir leider nicht verraten, was es ist. Hm. Hoffentlich ist Hagrids neues Geschöpf knuddelig und flauschig, wie ein Quinterpet. Ja, mit Sicherheit. Hagrid liebt flauschige, ja, Tiere. Ich überlege mir gerade, was ich meiner Oma schreiben soll. Sie hat bald Geburtstag und wird 108. Interessant, interessiert mich nur leider selber gar nicht. Wer ist das da? Der hat normale Klamotten an. Ach, das ist André. Hallo Hagrid, was geht? Was ist los, Hagrid? Deine Eule klang dringend. Ein Moment, was hast du da an deiner Hand? Ist das eine Bisswunde? Nein, weißt du, genau deshalb habe ich dich hergerufen. Ich habe ein angriffslustiges neues Geschöpf, das mir Probleme bereitet. Sag mir, hast du schon einmal von einem Hoddak gehört? Was in aller Welt ist ein Hoddak? Ich weiß, was ein Hoddak... Nee, ganz ehrlich weiß ich nicht. Hagrid, was in aller Welt ist ein Hoddak? Nun, ich bin froh, dass du mich gefragt hast. Der Hoddak ist ein magisches Geschöpf aus der rauen und unwirtlichen Wildnis von Wisconsin. Das ist in den Vereinigten Staaten von Amerika, weißt du? Wenn sie aus Wisconsin stammen, woher hast du dann einen Hoddak? Nun, lass uns einfach sagen, von einem Freund. Der Hoddak hat seine Mondkalbherde heimgesucht. Mondkälber sind einer der Lieblingssnacks von Hoddaks, weißt du? Einer meiner Freunde war in der Nähe und, nun, vielleicht sollte ich dir die Einzelheiten ersparen. Erzähl mir von deinem Problem, Hagrid. Vielleicht kann ich dir mit diesem Hoddak helfen. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja gut, doch eine Einstundenaufgabe. Ich helfe dir, Hagrid. Also es wird diesen Hoddak bestimmt schon kanonmäßig geben. Die werden sich nicht vom Spiel selber irgendwelche Tierwesen aus den Ärmeln ziehen. Aber, ja, wahrscheinlich in dem Fantastic Beast Buch, also von Newt Scamander, ist es bestimmt mitvertreten. Muss ich auch mal wieder reinschauen und mir die ganzen Tierwesen angucken, die da vielleicht noch in Zukunft irgendwo Thema werden. Auch im neuen Fantastic Beasts Film natürlich. Und ja, aber das ist doch schon mal hier ein cooler Einstieg, um mehr darüber herauszufinden. Und ich glaube, es ist auch nochmal wesentlich spannender als der Schnarchkackler, der ja, ja, auch noch eine Möglichkeit gewesen wäre. Und von daher, ja Leute, muss ich den halt nur noch kaufen. Also ich habe den noch nicht. Man kann zwar die erste Aufgabe da, hier anfangen, wie ihr seht, aber die zweite können wir da nicht weiterführen. Aber ich habe einige Bücher im Repertoire, deswegen sollte das eigentlich kein Problem werden, jetzt bis zur nächsten Woche diese Bücher dafür freizuschalten, um ihn dann wirklich zu kaufen. Genau. So, nochmal Münzen und einsammeln. Der Hoddak im Reservat für magische Geschöpfe hört nicht damit auf, dich zu beißen? Das ist seltsam. Normalerweise lieben dich alle magischen Geschöpfe, Hagrid. Darum brauche ich deine Hilfe, Daniel. Ich weiß nicht so recht, wie ich dir dabei helfen soll, Hagrid. Ich freue mich über jegliche Hilfe. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich noch tun kann, um mich mit diesem Hoddak anzufreunden. Außerdem bin ich mir sicher, dass du den Hoddak gut behandeln wirst. Du hast ein Händchen für Tiere. Und für Penny. Warum möchtest du dich unbedingt mit diesem Hoddak anfreunden, obwohl er ständig versucht, dich zu beißen, Hagrid? Nun, es gibt kaum Hoddaks außerhalb von Nordamerika, darum ist das möglicherweise meine einzige Chance, einen von ihnen näher kennenzulernen. Ich, verstehe. Okay, Hagrid, ich werde dir helfen. Es sieht aus, als wäre es dir wirklich wichtig, das Vertrauen des Hoddaks zu gewinnen. Wirklich? Fantastisch!
Da du den Hoddak noch nicht kennengelernt hast, solltest du dich ihm vielleicht zuerst vorstellen. Danach können wir dieses aufmüpfige Geschöpf gemeinsam besuchen gehen. Hoffentlich versucht er nicht, mich zu beißen, solange du dabei bist. Mach dir keine Sorgen, Hagrid. Okay, ich werde mich dem Hoddak vorstellen. Und dann können wir herausfinden, warum er ständig versucht, dich zu beißen. Ja, das ist eine gute Idee. Leute, und wir werden noch am Ende der Folge mal kurz schauen. Genau, freu dich mit dem Hoddak an, was der Gute kosten soll. Und ob ich noch lange brauche, die ganzen Bücher dafür freizuschalten. Deswegen einmal kurz hier runterscrollen, da ist er doch. Okay, mal gucken wir mal. So, da sind wir nun. Und der Hoddak, wo ist der dann? Ne, hier ist der Schnarchkackler. Hier wahrscheinlich. Da, ah ja, genau. Was? 45 silberne Bücher? Das ist ja unangenehm. Okay, das könnte doch nur eine Herausforderung werden. Aber kriege ich hin, Leute. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und ja, drückt mir mal die Daumen. Der Hoddak wird mein nächstes großes Ziel in Hogwarts Mystery. Und natürlich der weitere Verlauf der Hauptstory. Wenn ihr die Folge gut fandet und sie euch gefallen hat, würde ich mich wie immer riesig über einen Daumen nach oben freuen. Gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge morgen direkt um 16 Uhr auf meinem Kanal. Ich freue mich auf euch und wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.